haben schon den Tag zu Tag 8, unserem vorletzten Tag hier in Cannes. Die Sonne scheint uns wieder ins Gesicht, Gott sei Dank, und es hat aufgehört zu regnen. Und wir sind immer noch auf dem Pressebalkon, wo wir unerlaubterweise drehen, weil es hier am schönsten ist. Ja, aber wie ist der Tag gelaufen, was die Filme angeht? Ich muss sagen, es war eher so ein gemischt warm Ladentag von grottenschlecht bis ja, ist in Ordnung. Und ja, ist in Ordnung, so würde ich sagen, war der wahrscheinlich letzte Film von Ken Loach, Jimmy's Hall, den wir gleich als erstes gesehen haben. Ein Film, der ungefähr 10 Jahre nach The Wind That Shakes the Barley spielt. Wir sind also jetzt in den 1930er Jahren in Irland. Die Leute zerfetzen sich gegenseitig darüber, über politische Sachen. Und Jimmy, der 10 Jahre lang im Exil in Amerika gelebt hat, weil er ein Kommunist war und abhauen musste, kehrt wieder nach Hause zurück. Und in der Sekunde, in der er dort ankommt, schreien alle: Jimmy, Jimmy, mach die Gemeindehalle wieder auf. Und natürlich tut er das, so wie er es vor 10 Jahren gemacht hat. Und vor 10 Jahren hat er Ärger bekommen und 10 Jahre später bekommt er wieder Ärger. Aber das ist erstmal völlig Wurst, weil die Leute so ein Bedürfnis danach haben, wieder ein bisschen zu tanzen. Jetzt nicht mehr zu irischen Volksweisen, sondern zu Jazz, den Jimmy mitgebracht hat aus New York. Und weil die Leute ein Bedürfnis haben nach Bildung und nach Gemeinschaft, wird es erstmal der Ort schlechthin, an dem sich alle wieder treffen. Das gefällt natürlich weder dem Priester der Gemeinde, noch gefällt es den eher faschistischen Bewohnern dieses kleinen Ortes. Und ja, es entwickelt sich wieder dieser Kampf links gegen rechts. Es werden Worte geschmissen wie Nazis und Kommunismus und Stalin und so weiter. Obwohl es im Endeffekt eigentlich nur um Armut geht. So wie es ganz oft bei Ken Loach der Fall ist. Um Armut von Menschen in Irland, die einfach nichts mehr haben und die einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Es ist, wie man es eigentlich gewohnt ist, von ihm ein sehr liebevolles, ein humanistisches und ein durch und durch politisches Werk, was ansonsten sehr, sehr klassisch ist, wo es also kein Schnickschnack, nichts extra, es ist einfach ganz so oldschool Filmmaking. Und ich muss sagen, also mich persönlich hat es schon sehr berührt. Vor allem, wenn man sich so anschaut, in Nizza wird gestreikt am Flughafen, weil die Leute nicht genügend Geld haben. Hier, jedes Jahr, wenn ich hierher komme, sitzen hier mehr Bettler auf der Straße, die dann regelmäßig von der Polizei weggekehrt werden. Also man muss sagen, so alt, in Anführungsstrichen, der Film von Ken Loach ist, so neu ist er auch. Und ist eine sehr interessante Art und Weise, nochmal über die Krise zu reden und darüber, wie sich die Geschichte immer wiederholt. Und dann haben wir noch einen zweiten Wettbewerbsfilm geschaut, und zwar den russischen Beitrag von Andrei Sviagintsev. Ich kann es, egal. Das da. Mein Russisch ist nicht so gut. Leviathan. Sehr interessant. Wenn man Leviathan ganz kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Wodka, so direkt aus der Flasche so, in den Mund mit so ungefähr 5 Schlucken und dann ist die Flasche alle. Ein großes Gerippe eines Wals, was ganz viel gezeigt wird, und ein wunderschönes Haus irgendwo im Norden Russlands, das direkt am Meer steht und in dem ich unbedingt wohnen möchte, was abgerissen werden soll, denn der sehr korrupte und sehr fette, eklige Bürgermeister dieses Ortes will genau an diesem Platz etwas Neues bauen und mit ein bisschen Korruption und Schmiergeld lässt sich in Russland ja sehr viel machen, und schwupp ist das Haus und der Besitzer sozusagen von der Bildfläche zu verschwinden. Und darum geht es auch in diesem Film, eigentlich geht es um Russland, und ich kann mir gar nicht, das Interessante daran ist, dass dieser Film auch russische Filmförderung bekommen hat, und der ist gleichzeitig so bösartig. Nein, man kann nicht bösartig sehen. Der ist gleichzeitig so, so politisch inkorrekt, dass ich gar nicht weiß, wie das zusammengehen soll. Und ich glaube, dass der Filmemacher noch ganz schön Ärger bekommen wird. Ja, ich fand Leviathan eigentlich überwiegend gut. Wir haben sehr gut die Arbeit mit Bildern gefallen. Das ist also allein schon, wie Beatrice schon erwähnt hat, dieses Haus. Und dann gibt es ein Breitwand, mehrere Breitwandtableaus davon, wie diese Menschen, die in diesem Haus wohnen, wie die Familie am Esstisch sitzt. Und allein das ist so großartig inszeniert und so großartig auch ins Bild gestellt. Und es gibt ganz viele Panoramen, auch Naturbilder, eben auch dieser Walfisch, dieses Walfischskelett, bei dem dann der Sohn der Familie sitzt. Das ist eine unglaubliche Symbolkraft. Bei dem Film selbst, bei der Handlung, weiß ich gar nicht so. Es war ein bisschen viel auf einmal. Also es geht eben um diese Enteignungsgeschichte, es geht aber auch um Liebe und Eifersucht.
weil ein Freund des Hauptdarstellers oder der Hauptperson von Kolja aus Moskau kommt, um ihn vor Gericht in dieser Eigentums- und Enteignungssache zu vertreten. Und dann entwickelt sich eine Affäre zwischen Koljas Frau und eben diesem Freund. Und die endet dann tragisch. Insgesamt einer der besseren Wettbewerbsfilme, aber ich würde mal sagen, dass er eher weniger Chancen hat auf die Goldene Palme. Ja, und dann habe ich noch einen Film gesehen, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Dabei trägt die Regisseurin durchaus einen großen Namen. Asia Argento, die Tochter des großen Dario Argento, des Meisters des Giallo-Films, des italienischen Horrorfilms der 70er und 80er Jahre. Und ich habe danach gedacht, dass das Regietalent in der Familie ungleich verteilt ist oder möglicherweise auch über die Jahre hinweg degeneriert ist, weil die letzten Filme von Dario Argento ja auch nicht mehr so, dass wir dabei waren. Es ist im Prinzip eine Coming-of-Age-Geschichte, die sehr trashig rüberkommt, wo ich so ganz stark das Gefühl hatte, dass der Rhythmus überhaupt nicht stimmt. Es war ein vollkommen willkürlicher Musikeinsatz. Man hatte immer das Gefühl, da hat irgendwie der Tonmeister oder der Schnittmeister oder alle beide zusammen haben kräftig gepennt. Weil die Musik wurde im Prinzip so mitten in so eine Szene reingeworfen. Hat dann tierisch gelärmt und gerockt und dann ist sie wieder irgendwie so aus der Szene rausgefallen. Das erschien mir alles irgendwie sehr disparat. Und die schauspielerischen Leistungen, würde ich mal sagen, die bewegten sich teilweise auf dem Niveau von italienischen Soap-Operas. Also waren auch nicht wirklich gut. War zum Teil mit Sicherheit viel Berechnung dabei oder viel, sollte eben genauso trashig sein, aber mich hat es nicht überzeugt. Ja, das waren die Filme, die wir gesehen haben und ansonsten könnte das natürlich immer viel ausführlicher und viel schöner formuliert und schöner geschrieben bei uns im Blog nachlesen. Und ja, wir melden uns morgen noch ein letztes Mal und dann geht's für uns nach Hause. Ciao!